Der Ärger begann vor einigen Wochen. Eigentlich wollte sich Roman Kaiser nur das kostenlose Programm Adobe Reader auf seinen Computer laden. Seine Suchmaschine lieferte zahlreiche Treffer. Über einen der Links gelangte er auf die Seite von Top of Software und fand hier das gewünschte Programm. Dann steht überall drin, Free Download, kostet also nichts. Und das ist ja in der Regel so, dass diese Programme, das ist bekannt, dass man die umsonst laden kann. Und dann habe ich das ganz einfach angeklickt bei Adobe Reader und dann war ich da auf diesem Programm. Dann nur noch seine Daten hinterlegen und schon war die Anmeldung perfekt. Was er dabei übersieht, der Hinweis auf entstehende Kosten, versteckt im Kleingedruckten. So wird das eigentlich kostenlose Programm plötzlich teuer. Nach ca. 14 Tagen habe ich dann meine E-Mail geöffnet und musste mit Erstaunen feststellen, dass da eine Rechnung drin war von der Firma Antasia GmbH in der Rabanusstraße in Mainz. Beschreibung, 12-Monats-Zugang für www.topofsoftware.de, Anmeldung vom 9.03.2010, 8 Euro im Monat und der Komplettpreis wurde mit 96 Euro beziffert. Seit Jahren beschäftigt sich die Verbraucherzentrale Mainz mit Firmen, die Internetnutzer über den Tisch ziehen. Die Firma Antasia ist dabei nur eine unter vielen. Die Firma Antasia ist uns natürlich sehr bekannt, nicht nur weil sie ihren Firmensitz in Mainz hat, sondern weil wir alleine in diesem Jahr schon rund 200 Anfragen von betroffenen Verbrauchern hatten. Das Ganze ging so in etwa im Herbst letzten Jahres los, wo sich immer mehr Verbraucher beschwerten. Opfer Kaiser versucht, die Verantwortlichen von Antasia selbst zur Rede zu stellen. Fragt sich nur, wo genau Büro und Mitarbeiter sind. Nachfrage bei der Firmenadresse. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte zur Firma Antasia. Nicht hier. Können Sie mir was dazu sagen? Da meldet sich niemand, da macht niemand auf. Das sind solche. Die sind schon länger nicht mehr hier. Die waren auch nie hier. Ist so eine Briefkastenfirma. Ist nur eine Briefkastenfirma. Ja. Fündig wird man dagegen in der virtuellen Welt. Im Internet wird ausdrücklich gewarnt vor der Abzocke-Firma Antasia und der dazugehörigen Seite Top of Software. Geschäftsführer Alexander Warin gehört zu einer Gruppe dubioser Geschäftemacher, die seit Jahren mit immer neuen Internetseiten die gleiche Masche abziehen. Statt kostenloser Software zum Herunterladen gibt's nur teure Abo-Fallen. Bekommt eine der Seiten zu viel negative Aufmerksamkeit, ändert sich der Name. So einfach geht das. Bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt sind gleich mehrere Verfahren gegen die Hintermänner anhängig. Auch das Geschäftsmodell der Firma Antasia wird derzeit geprüft. Großen Eifer scheinen die Fahnder aber nicht an den Tag zu legen. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein betrügerisches Vorgehen handelt. Das wird unter verschiedenen Aspekten von uns geprüft. Diese Verfahren sind ja auch noch nicht abgeschlossen. Dabei geht es vor allen Dingen auch darum, ob der Kostenhinweis auf diese Abonnementskosten im Jahr bzw. im Monat, ob dieser Abonnementhinweis deutlich gemacht wird. Dass also für den Kunden, der im Internet auf diese Seite geht und dieses Abonnement abschließt, dass dieser Kunde auch weiß, dass es Geld kostet. Bis das geklärt ist, kassiert die Mainzer Briefkastenfirma weiter ab. Zum Beispiel bei Klaus Vollkommer. Er kann sich nicht erinnern, jemals auf der Seite von Top of Software gewesen zu sein. Dafür hat er neben Post von Antasia gleich auch noch ein Inkasso-Schreiben bekommen. Der erste Kontakt mit der Firma Antasia Mainz war am 10.02. Da kam gleichzeitig eine Rechnung und eine Mahnung. Und am 22.02. ist das Schreiben der Kanzlei Tank adressiert. Was steht da so drin? Ja, es steht drin, dass die Firma Antasia vertreten und ich einen Dienstleistungsvertrag am 17. Januar abgeschlossen hätte, was ich nicht getan habe. Ja, und stellen ihre Kosten in Rechnung. Und die sind inzwischen von 96 auf schlappe 138 Euro gestiegen. Eingetrieben werden die Beträge vor allem von Rechtsanwalt Tank. Doch sein Ruf als Haus- und Hof-Inkassobeauftragter der Internetabzocker hat gelitten. Kürzlich verurteilte ihn das Marburger Amtsgericht. Er muss einem gegen ihn klagenden Abzockopfer dessen Anwaltskosten erstatten. Doch Tank mahnt munter weiter. Ja, schönen guten Tag, wir möchten zu Herrn Tank, Spiegel TV. Es geht um Mahnungen der Firma Antasia. Lassen von Spiegel TV. Ja, könnten wir bitte reinkommen? Kein Kommentar. Könnte ich bitte mit Herrn Tank persönlich sprechen? Kein Kommentar. Wieso arbeiten Sie denn mit Abzockerfirmen zusammen? Kein Kommentar, auf Wiedersehen.
Zurück zu Roman Kaiser. Der will noch immer die Firma Antasia wegen seines eigentlich kostenlosen Adobe-Programms erreichen. Schließlich soll auch er 96 Euro für ein nutzloses Abo zahlen. Wo ist Ihr Büro? Warum ist in Ihrem Büro eigentlich niemand zu erreichen in Mainz? Das weiß ich doch nicht. Ich war dort und da ist ein Briefkasten, der Briefkasten ist voll und die Leute kommen dann raus und beschweren sich quasi. Aha, aufgelegt. Das ist ja wunderbar. Viele haben bei der Top of Software das Kleingedruckte übersehen. Wenn nur ein paar davon die Rechnung bezahlen, haben die Abzocker schon gewonnen.